kam 1970 hier in das Salesianum, zunächst als Erzieher. Da war da hier der Eingang zum Salesianum. Und Jugendliche, die gekommen sind, waren natürlich immer auch geprägt vom Heimweh. Sie mussten nach München zur Ausbildung. Es gab in vielen Gegenden Bayerns viel zu wenig Ausbildungen. Ja, die Herausforderung war die Folge der Wiedervereinigung 1989, wo ab 1992 viele, viele, viele Jugendliche aus den neuen Bundesländern hier nach München kamen, Ausbildung zu machen. Wir mussten die alle unterbringen und da war einfach jeder Platz belegt bis an den Rand. Es ist schwerer, an die Jugendlichen, an die Familien heranzukommen, mit ihnen zu arbeiten. Es sind viele sehr ängstlich und zurückhaltend. Meine persönliche Herausforderung ist einfach, dass ich mich nicht mehr so unbeschwert mit Familie und Freunden treffen kann. Und einfach auch jetzt gestern Abend ist meine Mutter ins Krankenhaus gekommen und dass ich jetzt ihr nicht nahe sein kann. Also eine besondere Herausforderung ist gerade jetzt bei uns die Zusammenlegung von zwei Gruppen, dass sich die Jugendlichen kennenlernen, dass sie so etwas wie eine Gruppe werden. Das ist mit diesen ganzen notwendigen Einschränkungen fast unmöglich. Die Herausforderungen, die ich so sehe in dieser Pandemiezeit, sind für mich einmal, dass ich wirklich auf dem digitalen Weg unterwegs bin. Ich baue Lernräume für die Religionslehrkräfte der Erzdiözese. Hätte ich nie gedacht, dass ich das mache. Ich glaube, gerade jetzt vor Weihnachten, wo die besinnliche Zeit so im Vordergrund steht, haben wir gemerkt, dass wir uns auf das Wesentliche im Leben konzentrieren müssen, auf das, was wirklich wichtig ist. Ich denke, dass Menschen sich mehr als in anderen Zeiten aufeinander einstellen. Die Chance besteht, mehr Rücksicht zu nehmen, mehr auf andere zu achten, zu hören, sie wahrzunehmen. Ja, das Positive ist, dass ich mehr Zeit für mich selber habe. Ich kann wieder ein bisschen mehr schlafen, wie es sonst oft lang auf war, im Freizeitbereich und so weiter. Ja, kann manches aufarbeiten, was ich sonst nie dazukommen bin. Jede Krise hat auch eine Chance. Das sagt man manchmal relativ leicht dahin. Aber ich glaube, wenn wir ein Stück dahinter schauen, dann sehen wir Chancen für das Klima und die Umwelt, dass in dieser Zeit einfach ein ruhigerer Betrieb auch ist. Wir sehen sicherlich Chancen, dass wir zurückgeworfen sind auf uns selber und uns manche sehr existenzielle Fragen auch neu stellen, in der Hoffnung, dass wir nachher etwas auch in die Normalität des Alltags davon auch mitnehmen können. Ihr Ehemaligen seid mir sehr viel, sehr wertvoll und wichtig. Und wir haben vieles miteinander erlebt. Wir haben wie in einer Familie gelebt, 7 Tage in der Woche, Tag und Nacht miteinander verbracht. Wir waren immer nah zusammen. Wir haben uns kennengelernt und ich habe sehr viel von euch gelernt. Herzlichen Dank dafür. Nehmt ein Album, blättert es durch und schaut mal, was ihr alles entdecken könnt. Ich sehne mich an die Zeit zurück, wo wir uns treffen könnten, wo Begegnung möglich ist, wo dieser Raum gefüllt war. Und ich wünsche und bitte darum, dass die Ehemaligen die Kontakte zu uns weiterhin aufrechterhalten. Ich habe so viele Erinnerungen an ganz viele junge Menschen, die hier gelebt haben, dass ich auch unterm Jahr sehr oft an denjenigen oder an bestimmte Situationen denke, die ich mit euch erlebt habe. Ich bin schon ein bisschen traurig, euch nicht zu treffen. Ich war doch seit 1993 jedes Jahr da und heuer geht es eben nicht. Aber ich hoffe, es geht euch gut
und passt weiterhin gut auf euch auf und sorgt für die Euren.